Wenn ihr glaubt, dass es nach der offiziellen Vorstellung der neuen Ryzen 9000 CPUs nichts mehr zu berichten gibt, tja, dann irrt ihr euch gewaltig. Denn jetzt trudeln natürlich auch erste Benchmarks ein. Und die gucken wir uns gleich natürlich mal genauer an. Hallo Freunde der Benchmarks und willkommen zu einem weiteren News-Video am Mittwoch. Ach, wie ich diese Zeit der Vor-Next-Gen-Hardware einfach liebe. Nein, nicht nur news-technisch, auch weil ich mich schlicht und einfach riesig auf Ryzen 9000 und natürlich auch RTX 5000 und Co. freue, wie ein kleiner Monty als Kind unter Weihnachtsbaum. Okay, das Spielzeug in meiner Kindheit war noch weit entfernt von Hightech und war, glaube ich, eher mit so steinzeitlichen Steinspielzeug zu vergleichen. Aber ich fand es auf jeden Fall toll. Aber wie schon im Intro gesagt, selbst nach der Vorstellung bestimmter Hardware geht die Berichterstattung in der Regel natürlich weiter. So natürlich auch heute. Aber los geht es wie immer erstmal mit Intel. Denn auch Intel hat nun seine Keynote zur aktuell laufenden Computex-Messe von sich gegeben. Und auch Intel war ebenso enttäuschend für Gamer wie auch Nvidia. Denn zur Arrow Lake, also der nächsten Core Ultra 200 Generation, gab es schlicht nichts, aber auch so gar nichts war zu sehen oder zu hören, was auf so einer großen Messe schon so ein bisschen traurig ist. Das einzige wirklich Interessante war aber immerhin eine aktuelle Roadmap für Consumer-CPUs bis 2026. Die ist jetzt zwar wenig überraschend, aber zeigt ganz klar Intels Fahrplan für die nächsten 2 Jahre. Demnach stehen dieses Jahr, welche Überraschung, neben Arrow Lake für den Desktop natürlich auch die fortschrittlichere Lunar Lake Architektur für mobile Geräte bereit. Für 2025 ist dann Panther Lake angedacht. Aller Voraussicht nach wird Panther Lake aber eher ein Lunar Lake Nachfolger sein. Und man sieht ja auch schon sehr deutlich, wo Intels Fokus aktuell eigentlich liegt, nämlich auf Laptops natürlich. Man hat ein wenig das Gefühl, dass sie sich im Desktop AMD geschlagen gegeben haben. Denn 2025 wird es wohl nur ein Arrow Lake Refresh geben. Was übrigens vollkommen legitim ist, solange Arrow Lake auch wirklich richtig abliefern kann. Denn AMD bringt ja auch nur alle 2 Jahre eine neue Architektur heraus. Und apropos Arrow Lake, wir wissen es zwar schon alle, aber es gab zumindest von WCF Tech noch weitere Infos, dass sogar mehreren Unternehmen zufolge die neue Core Ultra 200 Serie auf dem Innovationsevent im September angekündigt werden soll. Im Oktober soll dann der eigentliche Release sein und wie bekannt werden das sicherlich erstmal nur die K-CPUs sein. Der Rest wird dann wohl wie bisher Anfang 2025 folgen. Also, alles wie gehabt ja eigentlich. Wichtig wäre nur, dass es in Sachen Architektur dann auch mal etwas anders läuft und Intel mal Alternativen zur Brechstangen-Taktraten bringen wird. Wir sind auf jeden Fall ziemlich gespannt. Und natürlich gibt es auch News zu Ryzen 9000. Bis dahin müsst ihr euch aber noch ein bisschen gedulden, denn Wasser und Brot zahlt sich bekanntlich nicht von selbst. Daher gibt es jetzt erstmal Werbung. Es soll Zuschauer geben, die meinen Dauersponsor und Lieblings-Keystore VIP-SCD-Key noch nicht kennen. Das wollen wir aber schnellstmöglich ändern. Denn bei VIP-SCD-Key bekommst du neben Keys für PC-Games auch massenweise an Software. So natürlich auch die beliebten Bestseller. Der eine ist natürlich Microsofts Windows 10 Pro, das ihr übrigens weiterhin kostenlos auf Windows 11 upgraden könnt. Oder ihr nutzt einfach direkt den Key zur Windows 11 Installation. Schlanke 19,98 Euro werden fällig, aber mit dem Rabattcode SKMonty 10% gibt es nicht 10, sondern 25% Rabatt und euer Windows 10 Pro kostet nur noch 14,98 Euro. Das gleiche machen wir mit Office 2019 Professional Plus. Aus 60,09 Euro werden so kurzerhand sparsame 45,07 Euro. Günstiger geht das fast nirgends. Ja, und dann klickt ihr auf Bestellung absenden, wählt möglichst PayPal als Zahlung aus und in wenigen Minuten habt ihr euren Key und könnt ihn direkt aktivieren. Einfacher geht's nicht, die Links findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Nun viel Spaß mit VIP-SCD-Key. Und wie angekündigt kommen wir zu AMDs neuen Ryzen 9000 CPUs. Das einzige heiß erwartete Produkt, das auch auf der Computex recht umfangreich angekündigt wurde und schon im Juli, also nächsten Monat im Laden stehen soll. Und ja, mir ist klar, dass viele natürlich auf die ersten X3D CPUs der neuen Generation warten, aber das wird wohl noch so einige Monate dauern. Solange dürften aber die neuen 9000er die Performance-Listen anführen, denn ich denke schon, dass diese in Spielen schneller sein werden als die Ryzen 7000 X3D-CPUs. Das ist aber natürlich nur eine reine Vermutung.
Was noch nicht so ganz klar war, war ja die Fertigung von Zen 5. Die ist mittlerweile aber dann doch relativ klar. Den nutzt von nun an nämlich die neue TSMC 4 Nanometer Fertigung, was dann natürlich auch kleinere Chips und eine bessere Effizienz mit mehr Takt ermöglichen könnte. Demnach wurden auch schon die ersten Shots der geköpften Ryzen 9000 CPUs unter die Lupe genommen. Zum einen die von AMD gezeigten, aber auch Fritzchens Fritz auf Twitter konnte noch andere Bilder eines 9950X liefern und klar zeigen, die CCDs sind nahezu identisch groß wie bisher und das trotz kleinerer Fertigung? Naja, das liegt daran, dass die Zen 5 Kerne schlicht größer geraten sind und der L3 Cache nun ein bisschen kompakter dasteht. Demnach ist ein Zen 5 Kern stolze 3,46 Quadratmillimeter groß, während es bei Zen 4 noch 2,74 Quadratmillimeter sind. Das klingt wenig, ist aber dann doch relativ stattlich. Und das lässt durchaus auf nicht wenige Architekturänderungen hoffen, die AMD auch schon teilweise angepriesen hat. Denn die eigentlichen Specs, die lassen ja jetzt nicht gerade jubeln und sehen den von Ryzen 7000 einfach verdammt ähnlich. Und als Randnotiz noch, das IO-Die bleibt gleich und wird weiterhin in 6 Nanometer gefertigt und ist damit auch ziemlich gleich groß. Und als wären das nicht schon genug Infos, die für viele aber wohl auch so ein bisschen zu technisch sind, gibt es jetzt auch schon einen ersten Benchmark einer Ryzen 9900X-CPU. Nicht nur das, es ist sogar schon ein Spiele-Benchmark. Und zwar von einem der aktuell schönsten Spiele überhaupt, nämlich Avatar Frontiers of Pandora. Diesen haben die Kollegen von Tech Power Up direkt auf der Computex-Messe erspähen können und macht natürlich auch direkt Fotos davon. Das Problem ist nur, dass man nicht genau weiß, ob das Spiel mit FSR oder gar mit der Frame Generation lief, aber die Auflösung ist mit Full HD und dem Preset High immerhin klar. Und als Grafikkarte ist eine AMD 7900 XTX am Werkeln. Das ergibt dann 229 durchschnittliche FPS und ein Score von 5201. Ist das jetzt viel? Wenn die Frame Generation nicht aktiviert war, sind das wirklich verdammt gute Ergebnisse. Von Toms Hardware gibt es hier entsprechende Benchmarks mit Medium Presets. Hier erreicht die 7900 XTX mit einem 13900K nur 171 FPS mit FSR-Qualität. Daher sind die Werte im aktuellen Benchmark so hoch, dass mindestens FSR einfach eingeschaltet sein muss. Und das ist nun das Ärgerliche an diesem Benchmark. Er lädt natürlich wieder zu Spekulationen ein, zeigt aber auch relativ klar, selbst mit hohen FSR-Einstellungen ist die Leistung des 9900X mindestens okay, wenn nicht sogar verdammt gut. Denn es geht ja schließlich ums CPU-Limit und da ist es ja fast egal, wie man das am Ende erreicht. Wenn die CPU nicht mehr kann, gibt es halt auch nicht mehr FPS. Und 229 FPS klingt verdammt spannend. Mit der Frame Generation sieht das hingegen ein bisschen anders aus, da diese die CPU natürlich nicht extrem mehr belastet. Ein Benchmark von Bio und FPS zeigt hier mit einem 13700K dann nämlich 239 FPS. Und das macht definitiv Hoffnung, aber es ist ja nur ein erster Benchmark. Weitere werden folgen, versprochen. Und wir sind mit Ryzen 9000 noch gar nicht am Ende, denn es ist natürlich keine Überraschung. Natürlich gibt es mit der neuen Generation auch wieder neue Mainboards. Und natürlich funktionieren auch die bisherigen AM5 Mainboards noch mit Ryzen 9000, solange das BIOS zumindest so halbwegs aktuell ist. Denn hier bieten selbst schon etwas ältere BIOS-Versionen bereits Ryzen 9000 Support an. Erstmal kommen werden Boards mit den neuen X870 und X870E Chipsätzen, wobei allen klar sein sollte, auch in der aktuellen 600er Generation gibt es keine E-Chipsätze, sondern nur E-Mainboards mit entsprechender PCI Express 5.0 Unterstützung. Die Chipsätze sind nämlich identisch. Und klar ist schon länger, dass AMD mit der 800er Serie die 700 einfach überspringen wird, um so sicherlich Intel in Sachen Bezeichnung näher zu sein. Was durch einen Bericht von Computerbase nun aber relativ klar und damit eigentlich Fakt ist, ist, dass es eigentlich gar keine neuen Chipsätze gibt, sondern bestenfalls eine neue Bezeichnung und USB 4.0 Support. Das war's eigentlich schon. Denn rein technisch und von der Ausstattung her bleibt wohl alles beim Alten. Demnach ist der X870E nur ein umbenannter X670E mit, wie gesagt, USB 4.0 Support. Ansonsten ist laut Computerbase wirklich alles identisch. Und nun könnte man meinen, dass der X870 auch nur ein X670 ist, aber falsch gedacht. Denn auch diesen hat man sich bei Computerbase genauer angesehen und festgestellt, nein, der X870 ist nur ein B650E. Und ich sage jetzt auch, wenn es nicht ganz korrekt ist, übrigens immer Chipsatz. Demnach hat auch der X870-Chipsatz dann volle PCI Express 5.0 Unterstützung, trotz des fehlenden Es.
Demnach besteht der X870E Chipsatz aus eben zwei Promontory 21 Chips und der X870 ist wie der B650E nämlich ja quasi nur ein halber Chipsatz mit einem. Und hiermit wird dann auch schon ein Leak durch Gigabyte vor einigen Tagen bestätigt, der quasi gar nichts anderes ausgesagt hat. Was aber so ein bisschen gemein daran ist, ist, dass der X870 damit weniger PCI-Express-Lanes hat als der X670, nämlich nur 36 statt bisher 44, was durchaus ein nicht unbedeutender Nachteil ist. Der wird sich am Ende sicherlich auch der X870E-Chipsatz durchsetzen. Ist aber auch eigentlich völlig egal, wer nämlich kein USB 4.0 braucht, der greift einfach zu den alten 600er Mainboards, die es nämlich schon massenhaft gibt. 800er Mainboards sind schlicht und einfach nur Geldmacherei und eigentlich gar nicht nötig. Okay, ihr wollt es so, ja keine Sorge, hiermit kommt noch eine News zu Nvidia RTX 5000 Grafikkarten. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, denn das ist keine erfreuliche News, die eigentlich auch überhaupt gar keinen wirklichen Inhalt hat. Das ist einfach nur der Servicegedanke meines Kanals. Ihr wollt es so, also bekommt ihr es auch. Denn es gab mit Nvidias CEO Jensen Huang, aka Johnny Lederjacke, noch eine kleine Fragerunde auf der Computex. Und wie hätte es anders sein können, natürlich wurden auch die RTX 5000 Grafikkarten angesprochen, zu denen Johnny auf der Keynote ja wirklich nicht das kleinste Wort gesagt hat. Denn ganz ehrlich, zumindest einen kleinen Satz hätte er doch von sich geben können. Okay, diesen kleinen Satz gab er nun in der Fragerunde und ja, der ist nicht wirklich sehr erquickend. Denn kurz und knapp hieß es nur, dass RTX 5000 sehr aufregend wird und er es später darüber sprechen werde. Mehr gab es von Johnny leider überhaupt nicht zum Thema zu sagen. Schade natürlich für die Fans, aber das heißt natürlich auch, dass es sicherlich noch ein paar Monate bis zum Release dauern wird. Okay, das war jetzt nicht wirklich eine echte News, aber ich fand, das musste trotzdem noch gesagt werden. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und Intel ist aktuell unbeliebter denn je. Dabei bleibe ich dabei, die Gaming-CPUs sind trotzdem gar nicht schlecht. Nur warum ist Intel denn so unbeliebt? Ja, gar nicht mal wegen der Leistung, die eigentlich voll mit AMD mithalten kann, aber der Stromverbrauch bereitet vielen Kopfschmerzen. Fakt ist, ja, der ist unter Last deutlich höher, aber ich bleibe auch dabei, wenn es im Schnitt im Spiel nämlich auch so 50 bis 60 Watt sind, bei Grafikkarten interessiert so ein Unterschied nämlich kaum jemanden. Was aber viele komplett vergessen, ist halt, dass Intel beim Stromverbrauch auch Vorteile bietet. Ist denn eigentlich schon etwas zum Eideverbrauch der neuen Ryzen CPUs bekannt? Denn den finde ich von der alten Generation noch etwas zu hoch. Ja, so ist es, denn AMD-CPUs sind im Idle deutlich stromhungriger als Intel-CPUs. Wer also, wie ich, sein PC zum großen Teil nicht unter Last nutzt, der spart dir eventuell deutlich mehr Strom mit einer Intel-CPU. Aber ja, ich denke, das Thema wird AMD auch immer mehr in den Griff bekommen, wie bei den Grafikkarten halt, die mittlerweile ja auch durchaus brauchbar in dem Bereich sind. Wenn man jetzt nicht gerade Massen an hochauflösenden Monitoren dran anschließt, da ist Nvidia weiterhin klar vorne. Also denkt nicht nur immer an den Stromverbrauch unter Last. Im Idle ist Intel nämlich weiterhin ungeschlagen. Mein 13900K benötigt ohne Last in Hardware Info im Extremfall nämlich nur süße 5 Watt im Energiesparmodus vom Windows und das ist nun wirklich süß. Ryzen 9000 überall und ja, auch in der Umfrage zum letzten News-Video ging es natürlich um nichts anderes, nämlich genau hierum. Welche der neuen Ryzen 9000 CPUs ist dein Favorit? Ungewöhnlich wenige Teilnehmer diesmal, sicherlich wieder, weil ich keine Möglichkeit gegeben habe, mit keine zu antworten. Aber wenn ich sowas frage, meine ich immer, welcher Favorit aus den gegebenen Möglichkeiten. Aber viele, die wollen das einfach nicht verstehen. Ist auch egal. Auf Platz 1 hat es der 9700X mit 45% geschafft. Ja, die Überraschung hält sich hier, glaube ich, in Grenzen. Auf Platz 2 das Anwendungsmonster 9950X mit 31% und abgeschlagen der Ryzen 9 9900X mit 14% auf Platz 3. Ungewöhnlich der 9600X auf dem letzten Platz mit nur 10%, denn normal sind die kleinen 6-Kerner doch immer ziemlich beliebt bei euch, aber ich sehe es schon, das Ende der 6-Kerne ist schon nah. Sowas ja, will man eigentlich nur noch im Budgetbereich haben, denn ja, so ein 7500F ist definitiv noch eine Empfehlung. Und mein Kanal ist hoffentlich auch noch eine Empfehlung. Ja, ich hoffe es zumindest. Wenn ihr das mit Ja beantworten könnt, dann ist ein Abo auf jeden Fall Pflicht. Besonders, wenn ihr das nächste News-Video am Freitag um 17 Uhr nicht verpassen wollt. Denn dann gibt es natürlich auch wieder die neuesten News. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.